Oh, Leon hat das schon gestern gemacht. Wir sind da! Oh, guten Morgen! Oh ey, einmal durchgekaut fühle ich mich gerade irgendwie so. Es ist Sonntagmorgen, es ist so 20 nach 8 müsste jetzt ungefähr sein. Wir werden gleich von Steffis Eltern abgeholt und zwar fahren wir zu Emilys Patentante. Die besuchen wir jetzt einfach mal, das ist bei, oder das ist in Rodenburg, das ist in der Lausitz bei Neuss in der Nähe, also da irgendwo an der polnischen Grenze. Ich mache mich jetzt erstmal fertig und mal schauen, ob das Frischmachen fürs Aufwachen hilft. So, ich glaube, das Frischmachen hat ganz gut geholfen. Ich sehe nicht nur frisch aus, sondern ich fühle mich auch frisch. Gerade eben noch ein paar Pokémons eingesammelt. Jetzt wird Frühstück gemacht und dann sollte es eigentlich hoffentlich auch losgehen. Na? Na? Papa. Frühstück ist vorbereitet. Einmal mein Smoothie wie immer. Und hier habe ich wieder TK-Mangostücke. Ich liebe die Dinger, ja. Und ein bisschen was zum Knappern. Aprikosen. Liebt Emily auch unheimlich, die Aprikosen. Und jetzt muss ich kurz Werbung in eigener Sache machen. Und zwar haben wir gestern das erste Mal Cookies verpackt. Ich habe jetzt ein Schweißgerät für die Folien bekommen. Innen drin ist nochmal eine Tüte. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Diese Tüte hier ist von Greenbox, kann ich gleich mal den Firmennamen sagen. Die ist 100%ig biologisch abbaubar. Kostet natürlich dann leider ein bisschen mehr, so eine Tüte. Und diese Tüte hier ist auch, man mag es kaum glauben, 100%ig biologisch abbaubar. Richtig geil. Die haben wir jetzt mit einem Schweißgerät hier verschweißt. Mit einem Folienschweißgerät. Und jetzt werden erstmal Lagertests und Verschicktests gemacht, ob die auch wirklich sicher ankommen. Ach ja, Bilder oder aktuelle Statusberichte gibt es natürlich auf Instagram. Ist das cool, an der Tankstelle gibt es lauter Pokémons zum Fangen. Erstmal beim Tanken, jetzt auch noch schön Pokémons einfangen. So, gerade noch ein paar Pokémons gesammelt, jetzt geht's weiter. Also wir sind hier am Ende der Welt. Kein Internet, gar nichts. Ein paar Häuser gibt's hier, ja. Echt schön hier an sich, wenn es nicht so am Pupu der Welt wäre. Jetzt gibt's erstmal Essen. Der ist ja cool, der Spielplatz. Ist das ein blödes Wetter? Jetzt können wir mal. Jetzt kann ich mal die Kamera auf Wasserdichtigkeit testen. Aber die ist ja eigentlich nicht wasserdicht, so ein Mist. Aber gleich haben wir es geschafft. Ich weiß nicht, ob man es sehen konnte, aber jetzt. Pisst wirklich draußen, Wahnsinn, wir hatten echt ein Riesenschwein. Übrigens, Kamera, Spritzwasser geschützt, anscheinend sie funktioniert noch. Glück gehabt. Mach's gut, mein Lila. Das nächste Mal bringen wir besseres Wetter mit. Gib mal Pfötchen. Gib Pfötchen. Mach's gut, mach's gut. Tschüss. 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 Tschüss.
Kommen wir nun zum Content-Bad. Heute kommt jetzt nichts Großartiges, Besonderes dran, aber ich habe was ganz Interessantes entdeckt, und zwar die Zutat Milchsäure in Lebensmitteln. Denkt man ja eigentlich immer Milch, Milchsäure, irgendwas Milch. Das ist nicht vegan, aber das ist totaler Quatsch. Es kann vegan sein, muss aber nicht. Das ist wieder das Problem. Im Endeffekt habe ich jetzt auch nichts Großartiges rausgefunden, wie man das genau rausfindet, außer sich jetzt beim Hersteller direkt zu erkundigen, ob diese Milchsäure, die da drin ist, vegan ist oder nicht. Also das heißt, im Endeffekt, wenn ihr jetzt ein Lebensmittel seht, meistens ist es so, wo kein Joghurt oder ähnliches drinnen ist und aber nur Milchsäure drin ist, kann es sein, dass dieses Lebensmittel vegan ist. Warum es aber Milchsäure heißt, ist ganz einfach. Und zwar wurde diese Säure, die dieser chemischen Struktur entspricht, das allererste Mal in der Milch entdeckt. Und deswegen haben die die Milchsäure Milchsäure genannt, weil sie eben in Milch als allererstes entdeckt worden ist. Diese Säure entsteht aber im Endeffekt durch Fermentation. Also zum Beispiel Sauerkraut enthält auch an sich Milchsäure, weil es milchsauer vergoren ist. Und zwar kommt diese Milchsäure zustande durch Fermentation von Kohlenhydraten. Also es kann sämtliche Sorten von Kohlenhydraten kann es im Endeffekt sein, also Zucker. Dieser wird fermentiert und daraus entsteht dann sozusagen diese chemische Struktur von der sogenannten Milchsäure. Das wollte ich euch einfach mal nur gesagt haben, dass im Endeffekt, wenn ihr ein Lebensmittel unheimlich liebt und darauf verzichtet, weil ihr denkt, es ist nicht vegan, wenn da Milchsäure drin steht, erkundigt euch beim Hersteller, ob das eben aus pflanzlichen Kohlenhydraten fermentiert wurde oder was auch möglich ist, dass es komplett synthetisch hergestellt worden ist. Also im Endeffekt, dass eigentlich gar nichts Pflanzliches und auch nichts von der Milch drinnen ist. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen.